Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und es wurde Zeit, mal endlich wieder für eine Footballbox. Ja, in letzter Zeit ist irgendwie nicht so viel Cooles rausgekommen, was mich interessiert hat. Bei Classics Football wollte ich eigentlich auch passen, aber dann habe ich dann irgendwann gedacht, komm, ich schlag doch zu. Und wir haben Classics Football, gab es seit 2018 nicht. Jetzt wieder als Hobby Premium Edition nennt sich diese Box und es gibt auch eine H2, eine Hobby Hybrid Box. Sechs Karten sind hier nur drin, alles Chromkarten. In der H2-Box sind auch Pappkarten drin und zwei Autogramme sind drin. Ich finde das hier irgendwie ein bisschen verwirrend. Das würde ich so deuten, als wenn eins der Autogramme auf 50 oder niedriger nummeriert ist, aber es ist tatsächlich eher so, dass eins der Autogramme auf 99 oder niedriger nummeriert ist. Weiß nicht, ob das ein Druckfehler ist oder ob ich da irgendwie nicht aufgepasst habe. Drei Numbered Parallels sind noch drin. Ansonsten zeige ich euch mal die Rückseite dann gleich noch ohne Hülle. Zwei Autogramme habe ich schon gesagt. Alles Chromkarten, ein Set von 100 Veterans, 50 Legends und 50 Rookies, also 200 verschiedene Spieler sind hier drin. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich mag dieses cleane Design von Classics in dem Fall hier. Hier ist die Rückseite. Ist auch schon vor einigen Wochen erschienen, das Ganze, falls ihr das nochmal anschauen wollt. Und dann geht's auch gleich los. Die Filler habe ich natürlich nicht, aber jetzt habe ich sie. Da ist es, der One-Packer. Ein kleines Päckchen. Können coole Sachen drin sein. Mal schauen, was die Box für mich bereithält. So. Los geht's. Mit, ich denke mal, Basekarten. Und die sind falsch rum. Dann drehen wir das Ganze doch mal so rum und schauen uns die erste Karte mal an. Es ist Sean Alexander. Dann hole ich die mir mal vor. Dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Okay. Wie bei Chromkarten gewöhnt, fliegen die natürlich ein bisschen durcheinander direkt. So. Da ist unsere erste Karte. Sean Alexander. Steht da noch drauf, was es ist, ob es eine Legend ist oder. Und es ist von den Seahawks Sean Alexander. Da seht ihr das Design, das ist die Rückseite. Die Rückseite ist immer im Querformat. Mit dem Did You Know immer drauf, ziemlich cool. Da werfe ich die Karte auch direkt hin. Und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und als nächstes kommen direkt Autogramme, denke ich. Jawohl, zwei Stück. Dann würde ich sagen, wir holen mal die Karten von hinten nach vorne. So ist das Ganze richtig. Okay, brauche ich jetzt noch einen dritten Filler. Also sie sind wieder gebogen wie eine Banane hier. Crazy, crazy. Gucken, ob ich hier irgendwas gepackt kriege. Verrückt. So, und hier ist eine schwarze Karte, aber ich denke tatsächlich nicht, dass die Blacks One of Ones sind, aber wir gucken mal, was wir hier haben. San Diego Chargers, es ist LaDainian Tomlinson mit dem Tributes. Okay, es ist einfach eine fucking One of One. Let's go. San Diego Chargers, LaDainian Tomlinson, let's go. Boom, mega nice. Eine Football One of One habe ich jetzt auch selbst, die erste für mich. Guckt es euch an, LaDainian Tomlinson. Let's go. Nice. Da muss ich aber direkt einen Magnetic Holder holen. Okay, das kam jetzt in der Tat unerwartet, muss ich sagen. Das kam in der Tat unerwartet. Die Box ist von Maximum Firebreaks, beziehungsweise German Trading Cards heißt es ja eigentlich, der Shop German Trading Cards. Und hat. Wie viel hat sie gekostet? Also, die ist richtig verbogen. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier reinkriegen soll in den Magnetic Holder. 275 € hat die Box gekostet, denke ich. Und dann versuchen wir das doch mal. Okay, das klappt. Da ist er, LaDainian Tomlinson. So, One of One. Let's fucking go. Mega, mega cool. Ich habe echt nichts erwartet bei dieser Box. Und there you go. Dann gucken wir uns mal die zweite Karte an. Die dritte Karte insgesamt, aber das zweite Parallel. Und es sieht nach einer Blue oder sowas in der Richtung aus. Timeless Tributes. Und es ist DK Metcalf. Also hier ein Veteran. Und die ist numbered auf 5. Let's go. Seahawks, let's go. DK Metcalf, super Spieler, mag ich sehr gerne. 5 von 5. Sehr, sehr short printed. Riecht nach einer Hotbox hier. Ich habe natürlich immer noch. Ah, doch, natürlich. Ich habe Toploader. Riecht hier nach einer Hotbox. Crazy, crazy, crazy. Also klar, ich meine, gab es die nur exklusiv ursprünglich über die Webseite von Panini. Ist also nicht so viel gedruckt jetzt, sage ich mal, wie von anderen Serien.
Deswegen gibt es da schon ein paar Short Prints, aber wir haben die Patriots hier und es ist Andre Tippett, wieder in Legends und die ist numbered auf 35, die 1 von 35. Andre Tippett und vielleicht ist es ja ein gutes Omen für die Autogramme, weil an Rookies fehlt hier noch jede Spur tatsächlich. So, packen wir den auch mal in den Top-Loader und dann schauen wir uns mal unsere Autogramme an. Und fangen einfach mit dem obersten an. So. Gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Classic Beginnings und Beginnings hört sich irgendwie nach Rookies an, oder? Gucken wir mal, ob wir unten erstmal das Team sehen oder direkt den Namen. Das sind die Broncos. Okay, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer es sein könnte. Ach, na klar, Javonte Williams. Nice. Mit dem Silver Autograph auf 99. Javonte Williams nehme ich gerne mit. Ist auch ganz cool, dass hier so der nochmal Broncos im Hintergrund steht. Das ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Javonte Williams. Stand ich aber kurz ein bisschen auf dem Schlauch, Broncos-mäßig. Guter Spieler. Nice to get. Und dann schauen wir mal unser zweites Autogramm an. Also, das ist das auf 99. Und ich denke, dass da das hier in Purple ist, sollte das. Und es ist ein Rookie-Autograph, was doch auch sehr, sehr schön ist. Sieht nach Purple aus. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Washington Football Team. Wahrscheinlich Dyami Brown. Und es ist Dyami Brown auf 25. Let's go. 24 von 25. Dyami Brown jetzt nicht der oberkrasse Rookie. Und trotzdem shortprinted. 24 von 25. Auch nice to get. Und dann machen wir nochmal einen kurzen Recap. Ist ja nicht so lange tatsächlich. Eine Silver. Sean Alexander, nicht numbered. Dann einmal Andrew Tippett auf 35. Wir haben Dyami Brown mit dem Purple Autograph auf 25. Javonte Williams auf 99. DK Metcalf 5 von 5. Crazy und einfach ein fucking One of One für mich. San Diego Chargers, LaDainian Tomlinson, One of One. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Wiedereinstand, sage ich mal, was Football-Videos angeht. So kann es gerne weitergehen. Lasst auf jeden Fall gerne Likes da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Schaut mal bei Instagram vorbei, @rickmanrips oder auf rickmanrips.de für alle weiteren Verlinkungen. Und es gibt regelmäßig Football-Breaks auch bei mir auf www.rickmanbreaks.de. Und bleibt mir nicht mehr zu sagen, als wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman Rips.